Hi, ich bin's Alex, willkommen bei Spielama und wir machen heute etwas, was ich eher selten mache, und zwar schauen wir uns ein kommendes Kickstarter-Spiel an. Ihr habt es am Thumbnail und am Namen schon gesehen. Es geht um Pole Position, ein Rennspiel, und zwar ein besonderes Rennspiel, denn es versucht, die Formel 1 zu simulieren, aufs Brett zu bringen. Das ist keine genaue Simulation, aber es hat schon viele simulatorische Aspekte und Kurze Geschichte dazu, warum ich mir jetzt tatsächlich mal ein Kickstarter anschaue und dann auch noch Formel 1. Ja, ich muss zugeben, ich bin eines dieser Netflix-Opfer zusammen mit meiner Frau und seit diesem Jahr tatsächlich große Formel 1-Fans. Das ging so weit, dass wir kein einziges Rennen und ich glaube, ich habe auch kein einziges Qualifying sausen lassen dieses Jahr. Und als dann die E-Mail kam, ja hier, wir haben ja ein Formel 1-Brettspiel, wir dürfen den Namen natürlich nicht benutzen, ein Rennbrettspiel. Hättest du Lust, dir das anzuschauen, war nicht nur ich hin und weg, sondern auch tatsächlich meine Frau, die sofort gesagt hat, ja, klar, habe ich Bock drauf, lass uns das anschauen. Und ja, hier sind wir. Und deswegen gibt es dieses Video. Das ist kein ausgefeiltes Review, dieses Video. Auf keinen Fall. Es soll euch zeigen, was dieses Spiel macht. Und ich möchte euch meine Erfahrungen mitteilen, besonders im Vergleich zu anderen Genrevertretern, wie zum Beispiel Rally Man. Ja, was ja in eine ähnliche Richtung geht, wenn auch kein Formel 1. Aber eben auch ein Rennspiel ist. Und sie haben Gemeinsamkeiten, indem sie beide mit Würfeln funktionieren. Aber das schauen wir uns doch gleich genauer an. Wie gesagt, es hat keine Lizenz zur Formel 1. Das heißt, wir werden aber trotzdem viele Dinge erkennen, die angelehnt sind, beziehungsweise die Formel 1 Fans wiedererkennen. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ihr euch mit der Formel 1 auskennt und mit dem, was dort passiert, dann wird euch dieses Spiel viel, viel intuitiver vorkommen, als wenn nicht. Und das liegt tatsächlich an den Umsetzungen, an den simulatorischen Aspekten dieses Spiels quasi. Wenn ich trotzdem betonen muss, es ist auf Spielspaß getrimmt. Aber so Dinge wie DRS, Safety Car, das Qualifying, dann den Pitstop, alleine den Ablauf, wie das funktioniert und dann natürlich auch, warum das hier so umgesetzt ist, wie es umgesetzt ist, versteht man nun mal viel, viel besser, wenn man die Formel 1 verfolgt und davon irgendwie ein bisschen Ahnung hat. So lässt sich es, glaube ich, am besten sagen. Ja, und hier sind wir hier. Wir haben in dieser Version auch hier wichtig. Das ist ein Prototyp, eine weitestgehend Pre-Production Copy. Es ist nicht final. Gerade durch den Kickstarter kann sich da noch einiges am Material, optisch etc. ändern. Ähm, deswegen lasst euch einfach mal drauf ein, was dieses Spiel denn macht, was es kann. Und ein wichtiger Punkt, den nehme ich gleich vorweg. Wir haben hier einen Rundenanzahl Track. Und ähm, wir sind hier bei zwölf Runden, die zwölf Runden haben es nicht ins finale Spiel geschafft. Es ist nach maximal sechs Runden vorbei. und das macht absolut Sinn, denn zwölf Runden sind viel zu lang und es gibt neben dem einzelnen Rennenfahren, dann soll es auch einen Kampagnenmodus, also ein richtiges einen Weltmeisterschaftsmodus quasi geben. So so viel dazu und dann schauen wir uns erstmal an, was hat dieses Spiel, was macht dieses Spiel? Also erstmal, wir haben hier eine amerikanische Strecke, wie gesagt, nicht lizenziert. Wir haben hier auf dieser Strecke einzelne Felder. Das sind die Felder, in denen ich mich bewege. Wobei ich dazu sagen muss, hier haben wir kleine gestrichelte Linien. Die trennen die Felder nur für die Startrunde, später nicht mehr. Das heißt, ich muss mir bei späteren ist das Ganze hier diese drei Stück sind da ein Feld. Und das sehen wir, wenn wir hier die Gerade nehmen. Die hat viel weniger Felder. Warum? In einer geraden Fährt ein Auto viel schneller als in der Kurve. Deswegen haben wir da das umgesetzt. Dann haben wir umgesetzt, wenn man die Ideallinie fährt. Die Ideallinie beginnt in diesem Fall hier. Und dann darf man sich hier mit seinen Bewegungsfeldern direkt weitersetzen. Und darf dann hier weiter. Und hier beginnt man wieder mit der Ideallinie. Und kann so hier also perfekt durchkommen. Wobei es hier die scharfen Kurven gibt, da darf man die Ideallinie nicht verlassen, sonst ist man raus. Die nicht ganz so scharfen Kurven, da darf man die Ideallinie verlassen, darf wieder auf die Ideallinie drauf. Das ist wichtig, weil es einen speziellen Überholmechanismus gibt. Das heißt, in der Formel 1 ist ganz offensichtlich, Autos überholen sich nicht einfach nur, sondern man kämpft richtig ums Überholen. Das hat viel auch mit der Bauart der Autos zu tun und wie das funktioniert. Und tatsächlich auch damit, ob es einem das Wert ist zu kämpfen. Und auch das ist hier umgesetzt, indem man eben nicht einfach an einem vorbeifahren kann, sondern man macht dann einen sogenannten Fight for Position. Das funktioniert wieder mit einem Würfelmechanismus. Und dazu haben wir hier einen sechsseitigen Würfel. Und wir haben hier unterschiedliche Skills, die wir einsetzen können. Genauso wie wir eben unseren Motor und unser Getriebe triezen können, um vielleicht nochmal schneller zu fahren, das letzte bisschen rauszuholen. Das sind also alles Elemente. Die ich hier in diesem Spiel umgesetzt habe. Genauso habe ich hier umgesetzt die Wahl der Reifen. Wobei ich hier ähm, anmerken muss, wir haben Softs, Rot, das ist richtig, wir haben Harts, ähm, harte Reifen in Gelb, das wären eigentlich nach aktueller Formel 1, die Pirelli-Reifen wären das die Mediums. Dann haben wir die Intermediate, also die fürs Feuchte und die Wets, die blauen fürs Nasse. Natürlich würde ich jetzt das Wetter, Wetter haben wir nämlich auch umgesetzt, ist sonnig, ich würde also keine Wettreifen nehmen, ich würde vielleicht auf den harten starten und die haben eine unterschiedliche Haltbarkeit, die pro Runde potenziell abnimmt. Das heißt, auch hier haben wir simuliert, dass ein Reifen abnimmt, dass ich einen Reifen eventuell wechseln muss, besonders wenn das Wetter wechselt zwischen Regen und starkem Regen, dann macht es keinen Sinn, wenn ich auf den harten oder sogar auf den Softreifen bin weil die dann, weil ich damit einfach aus den Kurven rausfliege. So, nicht nur, dass die, wir unterschiedliche Reifen haben, die Reifen haben auch unterschiedliche Geschwindigkeiten und so ist es, dass die Softreifen zwar die geringste Haltbarkeit haben, aber mit denen kann ich bis zu zwölf Feldern weit fahren. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich mit den harten maximal zehn Felder weit fahren kann ja? oder sogar ähm, mit den Regen, äh, hier mit den Intermediates neun. Und mit den Regen dann sogar sieben, acht Felder maximal. Ja, also haben wir 8, 9, 10 und 12. Leider fehlen in diesem Fall ähm, die mittleren Reifen. Die sind nicht mit umgesetzt. Die wurden quasi einfach aufgrund des Spielspaßes, der Spielmechanik gestrichen. Ähm, weiß ich persönlich nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ich glaube nicht, dass es dem Spiel einen Abbruch getan hätte. Aber ich habe es nicht ansatzweise so oft getestet wie die Entwickler. Also lasse ich mich mal darauf ein, zu sagen, okay, wir haben die Wahl zwischen Soft und Hard bei. In normalem Wetter und die anderen beiden bei regnerischem Wetter. Und was hier im Großen und Ganzen passiert ist, dass ich entsprechend meines Reifens eben würfel und sage, okay, ich komme jetzt elf Felder weit. Wenn wir hier beim Start sind, haben wir da nochmal einen anderen Mechanismus, um diese, dieses enge Startfeld zu simulieren. Ja, wir haben hier auch die Startfelder. Und wenn wir jetzt mitten im Rennen wären, könnte ich sagen, okay, weißt du was, ich bin hier, habe jetzt meine elf Darf also 1, starte, fahre auf der Ideallinie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bin also so weit gekommen und dann sieht man auch, man braucht gar nicht so lange für eine Runde hier. Habe ich eine Runde geschafft, muss ich würfeln, ob mein Reifen ähm, abnimmt. Und er kann eben von einem positiven Wert bis in einen negativen Wert gehen. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Geschwindigkeit meines Reifens und auch auf die Sicherheit, wenn ich eben in den Kurven bin. Und nicht nur das haben wir drin. Wir haben, wie gesagt, auch den Boxenstopp drinne, wo ich dann eben entscheiden muss, wenn ich die Reifen wechsle, fahre ich hier in die Box, bleibe ich dann hier drinne. Ja, wie lang bleibe ich drinne? Wie lang dauert mein Boxenstopp, um dann hier auch wieder rauszukommen? Des Weiteren haben wir einen Fahrer. Der hat nochmal eine bestimmte Fähigkeit. Recover 3 extra SP in your first pit stop without exceeding the initial value. Der macht also einen Pit stop Vorteil und wir haben einen Rennstall, der mir auch nochmal Vorteile gibt. Hier finde ich es schade. Also, tatsächlich bei den Driver sind das wohl ikonische Helme der Formel 1 Geschichte. Ich bin es seit diesem Jahr dabei, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Mein Opa hat damals Formel 1 geguckt und äh, da war ich sehr verwundert, als ich dieses Jahr wieder eingestiegen bin, dass so Namen wie Fernando Alonso äh, immer noch dabei sind oder sowas wie ähm, letztes Jahr ähm, Kimi Raikönen. Krass, weil die waren einfach schon da, als mein Opa Formel 1 geguckt hat und mein Opa ist mittlerweile tot und das ist lange her. Also fand ich echt heftig, ähm, dass das ein Sport ist, wo man wohl auch sehr, sehr lange dabei sein kann. Ja, also wie gesagt, die Helme angelehnt eben an ikonische Helme der Fahrer. Die Fahrer haben oft äh, jedes Rennen ein anderes Helmdesign, das sie sich designen lassen. Und dann eben Rennställe, die jetzt ähm, absolut nicht angelehnt sind an irgendwelche heutigen, ähm, sondern einfach nur Farben. Wir haben aber ähm, Dinge, die angelehnt sind an die Formel 1. Wir haben hier Monda, das ist natürlich Honda, der aktuelle Motorenlieferant von Red Bull. Und damit äh, auch der Motorenlieferant des aktuellen Weltmeisterautos, Red Bull, der RB18 mit Max Verstappen und Sergio Perez. Dann haben wir hier Robes, ähm, die Krone, das ist eindeutig ähm, Rolex, ne, die Uhrenmarke. Rolex äh, sponsert nämlich unter anderem den Uhrenbereich bei der Formel 1 und hier die Startanzeige. Ja, was noch auffällt, ist, wir haben hier leider die Strecke, finde ich, cool. Das Drumrum finde ich Sorry, ich muss es so sagen, ist leider irgendwie Clip-Art-Grafik. Und da hoffe ich, dass da im Kickstarter vielleicht genug Geld bei rauskommt, damit diese Clip-Art-Grafik ersetzt werden kann gegen einen tollen Illustrator, der das Ding geil illustriert. Denn ich finde, das hat es wirklich verdient an der Stelle. Ja? Pole Position ist ein Spiel, das hat es wirklich verdient, weil es dieses Feeling von Formel 1 wirklich schafft, umzusetzen, wenn man genug Spieler hat. Und da sind wir bei einem großen Problem. All diese Mechanismen, Reifenabbau, Fight for Position, wirklich aneinander vorbei, sich gegenseitig blockieren auf der Strecke, weil man zum Beispiel nicht auf die Ideallinie kommt, weil da gerade schon einer steht, der da stehen geblieben ist. Und verdammt, ich komme da jetzt nicht lang. Das geht alles nur mit genug Mitspielern. Und so wird empfohlen, zu zweit, dass jeder drei Autos steuert. Also, es ist quasi ein Spiel, das auf sechs Spieler designt ist. Zu viert ist immer noch okay. Weniger als 4, nein. Und das, finde ich, ist das größte Manko an diesem Spiel. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es an das umsetzen soll. Denn das ist nun mal Teil des Racings, Teil der Formel 1, dass man auch aufpassen muss, wie voll die Strecke ist, dass das Einfluss hat. Ja? Und das einfach wegzulassen wäre auch blöd. Was ich noch vergessen habe, ist, wir haben Events. Hier, sowas dann eben, wenn es zu einem Breakdown, also zu einem Crash kommt, das Safety Car oder eben, dass das Wetter sich ändert, oder dass die Engine Probleme macht. Ja, und das ist ganz interessant. Das Wetter ist quasi ein Stück weit unberechenbar. Wie in der Formel 1 haben die Teams ein Weather Forecast, also ein Wetterbericht. Sie, sie wissen, was sie ungefähr erwartet. Aber sie sind sich nicht sicher, ob das kommt. Und das haben wir diese Formel-1-Saison ganz oft erlebt, wo es dann hieß, ah, wir rechnen in den nächsten fünf Minuten mit Regen, steigen wir auf die Reifen um oder nicht, gehen wir auf Risiko. Ja, das ist immer eine Abwägung in der Formel-1 und so haben wir das eben auch hier. Ja, so haben wir das also auch hier mit dem Wetter. Das heißt, wir haben hier ein Weather-Forecast, ein einen, einen Wetterbericht, eine Wettervorhersage und jede Runde wird gewürfelt, ob sich das Wetter nicht vielleicht ändert. Und so weiß ich, aha, wenn es sich ändert, dann geht es hier auf leichten Regen. Und nach dem leichten Regen haben wir auf jeden Fall weiter Sonnenschein. Und wo der hier startet, das wird am Anfang einer Partie einfach durch einen Würfelwurf festgelegt. Ja, und dann kann er zum Beispiel auch einfach hier starten. Und dann ist klar, okay, es regnet jetzt, es wird weiter regnen. Das beeinflusst natürlich meine Reifenwahl am Anfang. Und wie in der Formel 1 wird die Reifenwahl am Anfang geheim festgelegt. Das heißt, ich sage, ich habe hier so einen Marker und sage am Anfang geheim, äh, ich starte mit diesem Reifen. Okay, aufdecken. Aha, er startet auf den Softs. Dann, wenn ich Reifen wechsle, na, dann wechsle ich nicht nur den Reifen, sondern es kommen auch entsprechende Marker. Wo habe ich die Marker hin? Äh, ach so, hier. entsprechende Marker rein, welche Haltbarkeit die Reifen noch haben. Äh, Genau, hier das sind sie doch. So kann ich zum Beispiel sagen, hier, ich habe den Soft bis minus 1 gefahren, wechsle ihn jetzt, gehe also auf die harten und sage dann, okay, mein Soft, der ist noch da, der hat die minus 1 hier. Also auch das ist simuliert, dass ich gewiss eine Anzahl an Reifen zur Verfügung habe. Ein Soft, zwei Hards, zwei Intermediates, ein Wet. Und wenn ich die wechsle, okay, dann ist das also so dass der immer noch da ist, nur halt in einer anderen Haltbarkeit. Des Weiteren haben wir DRS umgesetzt. Ja, hier ist die DRS missgrenze Das ist das Drag Reduction System, wenn man quasi nah hinter seinem Vordermann ist, äh, in der echten Formel 1, dann wird der Flügel flachgestellt, so dass die Luft weit leichter durch den Heckspoiler, durch den Heckflügel geht und das Auto nimmt noch mal so 5 bis 10 km/h zusätzlich auf, was reicht, um dann eben einfacher zu überholen. Und auch das haben wir hier mit einem Mechanismus umgesetzt. Warum erkläre ich euch die Mechanismen nicht im Detail? Weil das keinen Sinn macht. Euch die im Detail zu erklären, das sind einfach Bedingungen und Würfelwürfe, die dann gemacht werden. Das ist sicherlich auf der Kickstarter-Seite ein Stück weit erklärt. Und ich finde, so eine Übersicht sollte euch zeigen, was, was kann dieses Spiel wirklich? Was, was ist umgesetzt in diesem Spiel? Ähm, dazu ein Punkt. Ich muss sagen, die Anleitung ist für eine Kickstarter-Prototyp-Anleitung echt erfreulich gut gemacht. Sie hat ein paar Fehler, aber es sind eher Details. Aber es ist deswegen, da kann man sich auf jeden Fall schon mal darauf verlassen. Selbst wenn sie es mit dieser Anleitung ausliefern würden, ist das absolut keine Katastrophe. Ganz im Gegenteil, das ist eine gute Anleitung, mit der kann man das Spiel gut lernen und gut spielen. Und das ist schon mal, finde ich, bei einem Kickstarter die halbe Miete, Leute. Ja, also damit läuft das auf jeden Fall. Was haben wir noch? Qualifying ist auch umgesetzt. Auch das ist ein Würfelmechanismus, quasi, äh, mit dem umgesetzt ist. Wir haben gelbe und grüne Flagge. Das heißt, wenn das Safety Car rauskommt, dass das Fahrerfeld zusammenrückt, dann haben wir so lange die gelbe Flagge in einem Bereich draußen. Dann muss ich also langsam fahren und darf nicht überholen. Äh, die grüne Flagge, die das Ganze wieder aufhebt. Wir können aus den Kurven rausfliegen, können crashen, können auch beim Fight for Position, äh, können wir gegeneinander crashen. Das ähm, ist alles darin umgesetzt. Und deswegen sage ich, es ist eine Simulation. Aber was natürlich ist, und ähm, da hat mein Freund Matty äh, vollkommen recht, zu einer Simulation gehören eigentlich keine Würfelwürfe, in dem Fall, oder? Oder vielleicht doch. Ähm, ganz im Gegenteil zu Wargames oder so, ja, wo man eine Schusswahrscheinlichkeit, eine Trefferwahrscheinlichkeit hat und alles ist es ja hier. Wenn ein Formel-1-Fahrer auf der Geraden Gas geben würde, ja, Matty, ich übernehme dein Argument an dieser Stelle, dann gibt der Gas, dann gibt der Vollgas und fertig. Dann braucht er keine keine zwölf äh, Würfeln, um hier Vollgas zu haben, sondern dann weiß der, der hat die zwölf, wenn wir das mal übertragen würden und geht hier volle Kanne durch. Hier kann es natürlich passieren, dass man den ersten Platz abräumt, ähm, dass ich eben auf die gerade komme und dann in meinem nächsten Würfelwurf nur eine neun Würfel und dann quasi die Krücke bin mit dem mit den Reifen theoretisch, wobei man hier sagen muss, wir haben hier 9 bis zwölf, das heißt, wir haben hier eine Differenz von 3. Das finde ich vollkommen in Ordnung, um sich erklären zu können. Da ist mir eine Windböe entgegengekommen, da war die, da ist der Reifen noch nicht auf der optimalen Temperatur und alles. Also wenn man das simulatorisch denkt, das ist in Ordnung, weil ich komme hier ja trotzdem schnell durch, weil die gerade hier nur vier Felder hat. Das simuliert ja quasi die ähm, Geschwindigkeit auf der Geraden und nicht nur mein Würfelwurf. Und dadurch haben sie das finde ich sehr sehr klug dieses Problem umgangen an der Stelle, so dass ich trotzdem vollkommen damit leben kann und es sich beim Spielen anfühlt wie Formel 1. Die Downtime ist auch nicht wirklich hoch, ja, obwohl wir komplexe Mechanismen durchaus drinne haben mit den Würfeln. Was fehlt, ähm, was ich mitgeliefert bekommen habe als PDF ist eine Übersichtskarte. Ich finde auch die Übersichtskarte, da könnten noch mehr Mechanismen erklärt werden, also was gilt wann, besonders diese wenn dann Bedingungen finde ich da wichtig. Aber alles in allem ist das eine super Umsetzung eines Formel 1 Spiels und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich bin wirklich gespannt, ob das Ding, also ob das Thema Formel 1, gut genug zieht. Der Formel 1 geht es gut wie nie. Also wenn ein Formel 1 Brettspiel die Chance hat, erfolgreich zu sein, dann jetzt, wirklich jetzt oder nie. Aber ich bin gespannt. Ich fände es natürlich cool. Wenn wir hier Ferrari hätten, wenn wir hier Aston Martin hätten, mit aktuell noch Sebastian Vettel als Fahrer, hier äh, Gelb, Mama Orange, Mama die Papaya draus, machen wir McLaren, ähm, Blau, Red Bull, ja, hier der silberne das Mercedes, da, das wäre natürlich geil. Aber ich will nicht wissen, was eine Formel 1 Lizenz äh, kostet, wenn man da überhaupt die Chance hat, dran zu kommen. Meistens lässt sich die Formel 1 sehr, sehr gut bezahlen, ähm, wenn man ihr Logo irgendwie verwendet. Ähm, daher, jo, alles gut, Pole Position, finde ich, ist da ein grandioser Name, denn darum geht es oft bei der Formel 1, im Qualifying die Pole Position, also Platz 1 zu erreichen und das ist einfach spitze, ja, ich finde, das, das Cover ist auch, finde ich, cool gemacht irgendwie, das bringt rüber, coole, coole Sache, also von mir definitiv eine Empfehlung, sich das Ding näher anzuschauen, Leute, es lohnt sich was darf ich euch noch zeigen? ich darf euch noch die rückseite zeigen. das ist der zweite plan. vom pech verfolgt heute da war die speicherkarte voll. also duet games die machen spanische lokalisierungen und dementsprechend haben wir hier auch einen spanienkurs als zweiten spielplan. ja. der hat noch mal ähm, ein paar dieser scharfen kurven mehr hier sogar zwei hintereinander hier nochmal mal eine und dafür drei sehr leichte vier sehr leichte kurven. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich einfach eine andere Herausforderung, damit es nicht langweilig wird. Gerade so Rennspiele könnten natürlich immer etwas sein, wo man sagt, ja, da möchte ich mehr Maps für haben, anstatt weniger, ja, damit man da einfach Abwechslung hat. Jetzt kommen wir noch auf einen für mich äh, wichtigen Vergleich, warum ich denn jetzt zum Beispiel Pole Position statt Rallyman spielen sollte. Und da ist für mich wichtig, dass ich bei Pole Position zwar auch Würfel aber aufgrund der ganzen Mechanismen, gerade aufgrund der Reifen, aufgrund des Wetters, viel viel mehr Einflussmöglichkeiten habe als Rally Man. Also das aktuelle Rally Man GT kann meiner Meinung nach mit diesem Spiel nicht ansatzweise mithalten, auch wenn dieses Spiel dafür einen erhöhten Regelaufwand hat. Und hinzu kommt, dass Rally Man, zumindest Rally Man GT, meiner Meinung nach kein Rallyspiel mehr ist. Ähm, ja, aber dazu habe ich ein Video gemacht. Rally Man GT liegt mir nicht sonderlich. Und das hier finde ich tatsächlich in vielen, vielen Belangen besser umgesetzt. Aber wenn dir Rallyman GT gefällt, dann solltest du unbedingt einen Blick auf Pole Position werfen, sobald es hier dann beim Kickstarter ist, um dir anzuschauen, was macht das, könnte das was für mich sein. Ich denke, es lohnt sich. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier. Das war meine Vorschau, mein Überblick zu Pole Position, dem Brettspiel von Do It Games. Ähm, haben wir Autoren, ja, José Joaquín Bernal, ähm, ich hoffe, ich habe es ansatzweise richtig ausgesprochen, ist der Autor, 60 Minuten Spielzeit, das kommt auch ungefähr hin, ähm, deswegen schaut es euch an, ich finde cool und ein Wort zum Schluss, ich bin mir über die Umweltsünden der Formel 1 total bewusst, finde es absolut scheiße, bin froh, dass die Formel 1 da einen Weg, äh, oder auf dem Weg ist, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber wenn man jetzt aus Umweltschutzgründen sagen würde, man würde die Formel 1 verbieten oder den Formelsport generell, wäre ich sofort clean damit. Ja, auch wenn es mir das Zuschauen an der Stelle großen Spaß macht. Ich bin Alex und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!